Wer erinnert sich noch, als sie dann sagte, er verlässt Real Madrid und sucht sich einen neuen Verein, beziehungsweise hat offen gelassen, ob er überhaupt zurückkommt ins Trainergeschäft fürs Erste? Ja, und genau das, dass er zurückkommt, ist jetzt passiert. Und wie das Wunder es will, natürlich zu Real Madrid. Denn Real Madrid hat nach dem bitteren Champions League aus gegen Ajax Amsterdam die personelle Konsequenz gezogen und Santiago Solari mit sofortiger Wirkung ausgetauscht. Nachfolger wird Zinedine Zidane, der erst vor 9 Monaten den spanischen Rekordmeister als Cheftrainer verlassen hatte. Da hielt wohl die kurze Zeit ohne Zidane nicht, Ronaldo kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr zurückholen, aber immerhin ist Zidane wieder da. Der 46-jährige Franzose erhält bei Real einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und durfte bereits am Dienstag das Training übernehmen. Solari soll aber trotzdem bei den Madrilenen bleiben. Der Club habe ihm auf jeden Fall einen anderen Job versichert. Erst im vergangenen November war Solari Trainer geworden, denn der Zidane-Nachfolger Julen Lopetegui wurde schon im November ersetzt und dann kam halt Solari und seine Ausbeute. Er hat in 28 Spielen im Schnitt 2 Punkte pro Partie geholt. Hört sich eigentlich ja gar nicht mal so schlecht an. Trotzdem hat Real in der Liga 12 Punkte Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona und an dem ist Real ja auch im Pokal rausgeflogen. In der Champions League sind sie gegen Ajax peinlich untergegangen. Das heißt, mit dem Triple bzw. mit einem Titel in dieser Saison wird es wohl wahrscheinlich nichts mehr. Realpräsident Florentino Perez wollte sie dann unbedingt wieder zurückhaben und sie dann war sein Favorit. Und er hat ihn in den vergangenen Tagen von einer Rückkehr überzeugt. Von Januar 2016 bis Mai 2018 betreute sie dann schon die Madrilenen und er gewann mit den Königlichen 3-mal in Folge die Champions League, hat auch mehrere La Liga-Titel gefeiert und dann war er aber im Mai überraschend auch nach seinem 3. Champions League-Titel mit Real zurückgetreten. Sein Grund damals? Natürliche Abnutzungserscheinungen. Nach 3 Titeln, die er gewonnen hat, hat er wohl gesagt, ja, das waren 3 Titel, jetzt ist für mich wohl erstmal Ende mit der Arbeit und jetzt übernehme ich das Zepter irgendwo anders oder auch bei Real wieder, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie dann jetzt wieder da, Solari bleibt trotzdem noch im Verein und ich glaube nicht mehr, dass sie dann ihm in dieser Saison noch helfen kann. Ich meine, Real ist im Pokal raus, in der Champions League raus als Titelverteidiger und gegen Barca in La Liga wird das wahrscheinlich auch nichts mehr. Das heißt, vielleicht wird es in dieser Saison halt gar kein Titel, wenn es in der Liga nicht knapp. Aber dennoch kann man gespannt sein, ob sie dann in der nächsten Saison noch den Umschwung bringt. Eine wichtige Rolle spielt dazu auch noch Cristiano Ronaldo. Klar, er spielt nicht mehr bei Real, aber das ist eben der Punkt. Liegt es an Zidane oder an Ronaldo? Bei Ronaldo kann man nicht wieder zurückholen, Zidane ist jetzt wieder da. Kann sie dann aus der Truppe noch was reißen? Ist es wirklich das Real, was die Titel gewonnen hat oder war es Ronaldo alleine? Das wird sich jetzt vielleicht auch dadurch herausstellen. Naja, wie seht ihr das? Freut ihr euch, dass sie dann wieder zurück ist? Findet ihr es ein bisschen komisch, dass er gegangen ist, um dann wieder zurückzukommen? Und was generell euer Gedanke zu dem ganzen Thema? Haut das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr schon kommentiert, dann lasst auch gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nicht getan, auch ein Abo auf zum Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.